Alex war dir, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense Battles. Das Spiel ist 2000 Jahre alt, aber Nina Kiwi dachte sich trotzdem, okay, lass uns mal ein Update dafür raushauen. Ich weiß nicht wieso, aber das Spiel hat ein Update gekriegt. Und lass uns einfach mal angucken, lass uns offen dafür sein. Es haben sich ein paar Affen von der Meta verändert, es gibt eine neue Map. Das sagt mir nichts. Das ist im Grunde für mich alles egal, weil ich habe das vorher ja auch jetzt nicht viel gespielt. Ich würde die ganzen Meta-Änderungen gar nicht mitkriegen. Bloons Tower Defense Battles ist aber der Multiplayer von Bloons. Und da ja bald Bloons Tower Defense Battle 2 rauskommen soll, ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, sich das hier nochmal anzugucken und nochmal ein bisschen zu spielen. Das Ding ist nur, auf dem Niveau, wo ich war, war das alles sehr anspruchslos und die Partien waren irgendwie alle gleich. Ich finde generell krass, dass noch Leute das Spiel überhaupt spielen. Es ist so alt. Okay, welche Einheiten waren nochmal gut? Ich habe halt leider alles vergessen. Du warst gut. Ich meine, der Fallschussschütze war insane. Du, in diesem Spiel musst du nämlich nicht einfach nur Affen platzieren, sondern du musst auch Ballons beschwören. Aber welches, die Feuerskillung war die gute, ne? Okay. Und im Grunde, es gibt halt eine Taktik, die overpowered war. Und zwar einfach sparen und dann eine Einheit rausspammen, die halt insane ist. Beziehungsweise einen Ballon rausschicken, der insane ist. Und ja, in diesem Spiel hast du Einkommen. Das heißt, du kriegst halt regelmäßig ein bisschen Kohle. Und um das Einkommen zu boosten, musst du halt Ballons losschicken. Und da oben hast du auch Boosts, die du raushauen kannst. Da kannst du die eigenen Affen boosten, wie hier zum Beispiel. Okay, das müsste jetzt reichen fürs meiste. Wir warten nochmal, du kannst das eigene Einkommen boosten. Wir haben gerade zum Beispiel hier so, bam, bisschen geboostet. Macht eigentlich mehr Sinn, das später zu machen. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, das Verfahren. Ich weiß nicht mehr, welche Skillungen halt gut sind. Das Krasse ist aber, man kann den Fallschussschützen so ein bisschen festhalten in meiner Position. Wenn man einfach aus dem Bildschirm rausgeht, aus der eigenen Hälfte, dann kannst du ja machen, was du willst. Das ist gar nicht schlecht. Wir warten noch mit dem Geldboost und so weiter, oder? Wir warten mal. Ich glaube übrigens, das Spiel ist ein bisschen verbuggt, weil auf meiner Seite kommt einfach gar kein Affe mehr. Ballon mehr. Auch da oben, okay. So, wir schicken noch ein bisschen was los. Ich glaube, jetzt sparen wir. Ah, da sind die schon. Aber die einfachen sind das nicht. Das sind, glaube ich, die dreifachen, die man losschicken muss, ne? Das ist das Krasse. Also Level 13, gerade Level 12. Die jetzt, oder was? Ja, Moment, ich verkaufe die mal, so. Und jetzt spamme ich die raus, so. War das nicht die Taktik, um zu gewinnen? Das... Er lebt noch. Oder? Er hat mit 8... Na, ich hab verloren. Nochmal Atemstrachen. Das war im Grunde der Moment, um ihn zu killen. Er hat's halt überlebt. Ich würde sagen, mein Einkommen ist höher als 1. Ich habe, glaube ich, mehr losgeschickt. Soll ich jetzt auf den Laser gehen oder auf was anderes? Aber das hilft uns jetzt auch nicht so viel. Ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt machen sollen. Ich spare mal einfach für die Verbesserung. Ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten das kaputt kriegen. Jetzt noch die Moabs killen. Ah, nope, es ist nicht in uns. Hätte ich wahrscheinlich noch was verkauft, wäre es gegangen. Er hat mit 8 Leben überlebt, diesen einen Push. Das war das... Komm, Wiederholung. Das war halt das, was weh tat. Aber nein, das ist Bloons Tower Defense Battles. Und dazu kommt bald ein neuer Teil raus. Mich ärgert, dass ich ihn nicht mehr ran habe mit dem einen Move. Ich hätte wahrscheinlich noch den anderen Magier verkauft. Ich hätte den Magier wahrscheinlich auch noch verkaufen sollen. Und dann hätte ich einfach alles rausschicken sollen. Und ja, die ganzen Skillungen muss man sich auch erst noch freispielen. Also ich habe noch gar nicht alle Skillungen und alle Affen freigespielt. Die ganzen Stufe 4 Skillungen muss man sich erst erarbeiten, freispielen. Und das habe ich noch nicht mit allen. Ich habe das Spiel nicht viel gesuchtet. Ich habe in diesem Spiel, ich guck mal kurz nach. Ich habe in diesem Spiel 6 Stunden Spielzeit. Das ist jetzt ja nicht viel. Auf Mobile habe ich kurz auch mal ein bisschen gespielt, aber auch nicht viel. Das geht ja noch. Also wenn man da sich halt richtig reinsetzt, kannst du bestimmt halt ein bisschen mehr schaffen im Leben. Schick weiter in Einheiten. Level 13 ist das, ne? Level 13. Wir sparen jetzt bis Level 13 gleich. Ich verbessere noch ihn. So. Ich kann sogar auf Level 4 skillen, sehe ich gerade. Oh, er hat aber schon den Feuermagier. Ich glaube, der könnte das stoppen, ehrlich gesagt. So, egal, Runde 13. So. Los. Macht einen Tower Boost, aber komm, das musste reichen. Ja, und genau so funktioniert diese Taktik eigentlich. Und eigentlich ist sie stumpf genug, um zu funktionieren. Die hat ja vorher halt mit 8 Leben nicht funktioniert. Jetzt haben wir gerade ein 1 gegen 1, also steht 1-1. Wenn er Ehre hat, macht er noch ein drittes Spiel. Wer macht das denn? Also, wer beendet eine Session unentschieden? Ich mach mal keinen Zufall Tower. Die Tower reichen, die ich hab. Macht den schon mal Druck. Der macht schon eine Plantage jetzt. Ich booste mal die Ballons. Der wird ein bisschen was durchkommen jetzt, ehrlich gesagt, wenn er nicht noch was raushaut.
Das kann später wichtig sein. Wenn wir jetzt schon mal hier ein bisschen Schaden machen. Ja, nee, mein Gegner ist schlecht. Mein Gegner ist schlecht, den klatschen wir. Ich werde den jetzt mit derselben Taktik killen, wie wir eben gewonnen haben. Wobei, ich kann ihn schon wahrscheinlich jetzt überrennen, oder? Wenn ich jetzt die Ballons booste, haben wir wahrscheinlich schon gewonnen. Ich will ihn aber einfach nochmal mit derselben Taktik überrennen, weil das sollte auch funktionieren. Also der könnte bis dahin natürlich noch was Krasses raushauen, aber ich sehe das nicht, ehrlich gesagt. Gerade so, okay. Nächste Runde ist wieder verkaufen. Verkaufe ich ihn oder den Magier? Der Magier wird natürlich mehr Geld geben, ne? Ich verkaufe mal ihn. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld für einen krassen Push. Nee, das war komplett falsch. Egal, ich mach's mal dumm. Ich verkaufe ihn. So, Kraft. Ja. Das war jetzt... Ha! Er hat mit 1 HP gewonnen! No! Ich wollte sagen, das war jetzt komplett All-In. Er hat mit 1 HP gewonnen. Dann machen wir jetzt noch ein Best of 3 gegen den. Das war ein bisschen zu arrogant von mir gerade. Vor allem hatte ich auch nicht genug Geld für einen richtig krassen Push. Also ich muss es wahrscheinlich gar nicht direkt machen, sobald Runde 13 startet. Sondern ich kann wahrscheinlich auch ein bisschen Geld sparen einfach. Ich habe ja nichts gespart, das war ja auch ein Fehler. Andere Taktik jetzt. Ich werde jetzt bis Runde 10 Einheiten platzieren und so weiter. Und in Runde 10 werde ich dann aufhören damit und ab Runde 10 einfach Geld sparen. Das, was auf dem Feld ist, ist stark genug, um uns bis Runde 13 zu tragen. Das weiß ich. Wir sind vorher nicht im Over gegangen, hat immer geklappt. Wir haben 2700, 3100. Kriegen wir das kaputt. Sieht gut aus. Ja. Kommt vielleicht ein bisschen durch, so wie es gerade aussieht. Nicht mal das. So, wir haben 4500. Er schickt weiterhin fleißig Einheiten, was gut ist. Und jetzt kommt der Push. Kann er nicht stoppen. Wenn er stoppen kann mit denen auf dem Feld, touché. Kann er nicht stoppen. Ja, gute Nacht. Okay, steht jetzt 1-1. Und gib jetzt nicht auf. Ein Best of 3, also... Wir gibten bei einem Unentschieden. Warum? Also, ich weiß warum. Die spielen halt und denken, oh, ich habe gewonnen, ich mache noch eins. Und wenn die verloren haben, sagen die halt, oh, ich habe verloren. Ich will jetzt einen anderen Gegner. Ich habe verloren, der war gemein zu mir, der hat mich besiegt. Affen. Okay, was wir aber noch machen, ich will noch ein Finale. Und deswegen gehen wir jetzt zum Quickplay und oben Battle Arena. Denn da musst du Geld bezahlen, um da mitzumachen. Keine Ahnung, das ist irgendein Special-Turnier, glaube ich. Wir springen einfach mal rein. Okay, dann werden wir mal ein bisschen ballern. Ich mache dieselbe Taktik wie eben. Ich sag trotzdem mal Late Game, aber ich mach nicht Late Game. Doch, ich mach von mir das Late Game. Ist mir egal, komm. Wir sehen ja gleich, was für einer ist, wenn er jetzt... Er macht auch hier die... Der wird mich zerstören. Es ist im Grunde nur die Frage, wie lange wir mithalten können. Aber der wird uns komplett überrennen. Aber gut, dann haben wir mal die Chance, vielleicht ein paar krasse Affen auch zu sehen. Der macht da einfach seine Stufe 4 Affen raus. Aber hey, wart's nur ab. Ich habe hier einen Stufe 3 Affen. Gut, ich kann ihn auf Stufe 4 holen. Kann ich einen Superaffen auf Stufe 4 holen? Wo bin ich da? Ich skill meinen Superaffen ein bisschen. Ist wahrscheinlich schon zu spät und er wird mich jetzt überrennen. Aber, komm, warum nicht? Ich kann aber eigentlich... Ich hau mal einen Sonderavatar raus. Kostet 13.000, aber es könnte doch fett sein. Boom. Ah, okay. WFB. Könnte mein Ende sein. War eh mein Ende, aber ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen stärker. Ja. Kaputt. Ich mach mal hier so einen hin. Ich boost mal meine Affentürme. Noch halte ich mich, aber vergleicht es einfach mal. Ich habe schon ein paar Probleme, halte mich aber gerade so und mein Gegner killt einfach alles ganz vorne. Ist schon ein kleiner Unterschied, ne? Jetzt kann ein Zombie beschworen werden, den er, glaube ich, auch easy kaputt machen würde, deswegen... Da versuche ich da gar nicht erstmal was Wildes. Ich spare aber mal, um einen loszuschicken, das für Fun. Blumenboost. Mag ich nicht. Da kommt bestimmt gleich ein Zombie oder sowas, ne? Ich schicke auch mal einen los, so. Kann sein, dass der Zombie schwach ist. Ich weiß es nicht. Er hat den Zombie auf jeden Fall easy kaputt gekriegt. Jetzt mal zum Vergleich, wie wir das machen. Bis jetzt schlechter. Bis jetzt schlechter. Und wir haben gewonnen. Never mind. Was? Ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass er mich überrennt.
Anscheinend ist der Zom heftig. Anscheinend ist der Zom ultra heftig. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, das war eine weitere Folge von Bloons Tower Defense Battles. Ist ein ganz nettes kleines Spiel, aber ist jetzt auch kein Spiel, wo ich verrückt nach bin. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mal in die Kommentare und dann sehen wir uns dann. Bis dahin, Leute. Und ciao.